Hallo, heute möchte ich zeigen, was zu tun ist, wenn sich an einer Nähmaschine der Unterfaden verheddert oder kräuselt. Meistens liegt das daran, dass dessen Fadenspannung nicht im richtigen Verhältnis zur Spannung des Oberfadens steht. Ist der Oberfaden zu straff gespannt, dann kräuselt sich der Unterfaden und umgekehrt ist es genauso. Ist der Unterfaden zu stark gespannt, so zieht sich auch alles zusammen. Doch oft liegt es daran, welche Garn- und Nadelstärke zu welchem Stoffart Sie gewählt haben. Auch hier hilft ein Blick ins Handbuch der Nähmaschine. Stoffgarn- und Nadeltabelle ist eine praktische Hilfe bei der Auswahl von Nadeln und Garnen. Sehen Sie hier nach, bevor Sie mit jeder Näharbeit anfangen. Achten Sie darauf, dass Sie dasselbe Garntyp und dasselbe Fadenstärke für Oben- und Unterfaden verwenden. Auf der Verpackung der Nadel steht oben Typ und unten die Stärke der Nadel. Beim guten Nadel ist die Stärke ebenfalls am Schaft gestanzt. Den Faden richtig einzufädeln ist essentiell. Auch hier hilft ein Blick ins Handbuch. Führt man den Oberfaden schon durch die falsche Trennscheibe, stimmt die gesamte Oberfadenspannung nicht und der Unterfaden verheddert sich oder der Oberfaden reißt. Achten Sie also darauf, dass Sie die richtige Fadenführung verwenden. Beim Unterfaden kommt es oft schon auf die richtige Spule vom Hersteller der Nähmaschine an. Verwenden Sie keine Fadenrolle, die älter als ein Jahr sind. Auch Fadenrolle werden alt und die Fäden sind Temperaturschwankungen ausgesetzt. Alte Fäden reißen leicht. Reinigen Sie Ihre Nähmaschine in regelmäßigen Abständen. Abgerissene Fäden, Staub und andere Schmutz sitzen oft fest hinter dem Spulrädchen. Verwenden Sie zum Reinigen kleine Pinzette, kleine Bürstchen sowie harzfreies Öl zum Ölen der Betriebsteile. Wenn sich Unterfaden an Ihrer Nähmaschine verheddert, müssen Sie natürlich aufhören zu nähen. Drehen Sie die Nadel nach oben und dann aus dem Stoff heraus. Nehmen Sie dann eine längere Nähnadel und holen Sie den Unterfaden zu sich. Schneiden Sie den Unterfaden mit einem dünnen Fadenschneider oder einer dünnen Hausschere ab. Seien Sie beim Entwirren geduldig und vorsichtig, damit Sie einen empfindlichen, dünnen Stoff nicht kaputt machen. Lösen Sie nur den restlichen Faden, die sich mit dem Unterfaden verheddert hat, bis der Stoff wieder fadenfrei ist. Haben Sie alle eventuellen Fehlerquellen aussortiert und beseitigt, so kann es weitergehen. Viel Spaß!